Sie haben jetzt diese Woche mit Ihrer Arbeit begonnen und auch schon einen Eindruck erhalten, was Sie wahrscheinlich erwarten wird an der ETH. Was überwiegt jetzt im Moment? Vorfreude oder Respekt? Vorfreude. Was beherrschen Sie besser, Schweizerdeutsch oder Englisch? Englisch. Deutlich besser Englisch. Wo fühlen Sie sich wohler, im Rampenlicht oder im Hintergrund? Im Rampenlicht. Ich mag es lieber, das Rampenlicht. Ja. Einzel- oder Großraumbüro? Großraumbüro. Ich mag viele Menschen um mich. Was ist Ihr Stil, Bottom-up oder Top-down? Kommen wir aus beidem, mal so, mal so. Ich glaube, Bottom-up ist wichtig, um eine gemeinsame Verankerung zu finden. Aber ich glaube, es gibt Themen, da braucht es auch ein Top-down und da braucht es auch mutige Entscheidungen. Also beides. Du oder Sie Kultur? Du Kultur, absolut. Definitiv. Harmonie oder Klartext? Immer mehr Klartext, Entwicklung. Viel zu lange Harmonie, immer mehr Klartext inzwischen. Vertrauen oder Kontrolle? Vertrauen. Absolute Vertrauen, verbunden mit der Anforderung, dass Vertrauen mit Verantwortungsübernahme einhergeht und das wiederum erwarte ich, wenn ich vertraue. Konzept oder Umsetzung? Umsetzung. Umsetzung und permanente Anpassung von Konzepten während der Umsetzung. Wenn Sie die Wahl haben, kommen Sie lieber mit dem Velo oder mit dem Auto zur Arbeit? Aktuell mit dem Auto. Ich lebe noch in Deutschland. Das sind 4 Stunden mit dem Auto. Wenn ich in Zürich bin, gibt es ein Velo. Allein schon, weil das Wort Velo so schön klingt. In der Freizeit Berge oder Strand? Strand. Ich weiß, das darf ich in der Schweiz nicht so laut sagen, aber ich liebe das Meer und ich liebe den Strand. Und es muss nicht immer warm sein. Es geht auch Nordsee oder Ostsee. Das liebe ich total. Musik hören oder Musik machen? Es ist mir nicht gegeben, Musik zu machen. Es tue mir und der Umwelt einen Gefallen, wenn ich sie nur höre. Das tue ich aber gern. Klassik oder Rap? Klassik. Kochen oder bekocht werden? Ich koche gerne, aber ich habe 3 Jungs und koche deshalb sehr viel, sehr, sehr viel. Die essen viel und ich lasse mich auch sehr gerne bekochen. Am Fernsehen Fußball oder Tennis? Fußball. Also, ist ja wohl klar. Da müssen wir ja wohl nicht drüber reden. Also, klar, Fußball, ja.